Was war dein schlimmster Motorradunfall bisher? Cartagena 2019. Was passiert? Zwei Finger schwer verletzt. Das ist mein Helm, den wo ich, mit dem ich in Almeria den Highsider gehabt habe schon mal her. Eigentlich gar nicht so viel passiert. Aber hier, ne? So ein paar. So ein bisschen so eingedatscht noch. Kennst du das Gefühl, wenn du mit dem Kopf am Boden aufschlägst und minimal? Warst du da dabei? Ja. Alter, da bin ich richtig abgeflogen. Dein Kombi sah gut aus. Ja, Am Hintern war sogar noch. So in Erinnerung gehabt, ne? Der hat halt echt ein paar Löcher gekriegt. Hier, hier, hier. Der Airbag ging nicht auf. Das ist das Krasseste eigentlich gewesen, dass wenn du schon mal einen Highsider hast, dass dann der Airbag gar nicht aufgegangen ist. Das war halt echt bitter. Aber der ist echt hin. Also ich war ja der Meinung, der Highsider war nicht zu vermeiden, weil es vermutlich am Limit war. Ich hatte einen fast neuen Reifen drauf, ich hatte eine neue Yamaha R1. Das Fahrwerk war vielleicht nicht optimal für mich abgestimmt, aber ich bin halt einfach, ich habe angelegt, habe viel zu krass gezogen und bin dann geflogen. Okay, ich war der Meinung, das war eventuell nicht zu vermeiden. Oder Stefan? High-End-Motorrad mit voller Elektronik. Hat einen neuen Reifen drauf, vorne wie hinten. Und kriegt Ey. einen Highsider. Dann bin ich einfach zu früh am Gas. Aber es war Jack Miller hinter mir. Ja, hast du Spiegel dran, dass du ihn sehen konntest und wolltest schneller Ja, deswegen aber fahren. insgeheim wusste ich es vielleicht, dass er hinter mir. Ist klar. Nee, du warst einfach zu schnell und du hast den Bogen überspannt. Deine Hand war ein Ticken zu früh am Gas. Ja, Das das hilft kann auch sein. nicht, die Yard-Elektronik und was ich, wie sie heißen mag. Du wolltest zu viel und deshalb bist du gestürzt. Sei froh, dass nichts passiert ist. Also wir lernen daraus, es wäre trotz alledem zu vermeiden gewesen. Ja, Das ist der Point. du hast gedacht, dass du mit dem ganzen Material, was du dran hast, einfach noch mehr riskieren Unbesiegbar. kannst. Aber es war nicht möglich. Ja. Oder sagen wir, du weißt nicht, wo die Grenze ist für das Material. Das heißt auf Deutsch, aufpassen, vorüber nachdenken und nicht so. Vielleicht hast du auch den Gap zu groß gesetzt, dass du sagst, da ist mein Moment, wo ich Gas gebe, jetzt habe ich einen frischen Reifen drin, ich ziehe einfach noch früher. Und es war einfach ein Ticken zu früh. Bist diese Sprossen übersprungen, was vielleicht geht. Jetzt nur eine Stufe, du hast einfach Ticken zu früh. Ein Zehntel zu früh am Gas, warst zu schräg. Dass die Elektronik nicht mehr eingreifen kann und deshalb Ja. Abflug. Das nächste Problem ist so ein bisschen im Falle des Falles, wenn es dann nicht mehr zu verhindern ist, gibt es ja auch Problematiken bezüglich Versicherungen, Krankenhaus in verschiedenen Ländern, Rücktransport, man ist alleine unterwegs. Das sind echt schwierige Situationen. Ich bin da bei ADAC Plus versichert. Das ist keine Werbung für ADAC Plus. Aber ADAC Plus gibt dir halt die Möglichkeit, dass die dein Auto zurücktransportieren, dich zurückfliegen und. Kostet 130 € im Jahr. Reparieren dein Auto und so. Ich denke, eine vernünftige Unfallversicherung dazu, zusätzlich zu ADAC Plus, ist auch wichtig. Und zum Thema Versicherung gibt es zum Beispiel die Clark App. In die Clark App kannst du alle deine Versicherungen einbauen. Hast du quasi einfach unmittelbar per App am Handy. Und ist relativ unkompliziert. Du brauchst keine Versicherungsunterlagen mit dabei haben, weil wer hat die schon dabei? Sondern du hast dein Handy dabei und im Worst Case, eigentlich stürzt es bis zum Krankenhaus, kannst du sagen, hier die App zum Arzt hier in Kroatien, also das ist meine Unfallversicherung. Dann haben die die Daten. Dafür ist die App echt gut. Die nutze ich jetzt auch. Viele haben sie vorher mir schon genutzt und ich habe Kontakt mit denen aufgenommen, darf ich die mal probieren. Und es ist halt echt gut, weil ich da meine wichtigsten Versicherungen drin habe. Krankenversicherung, Unfallversicherung und die Kfz-Versicherung habe ich noch mit reingenommen. Aber Unfall und Krankenversicherung, speziell im Ausland, ist echt ein Thema. Zusätzlich bietet dir Clark einen Bedarfscheck an, um zu prüfen, welche Versicherungen du wirklich brauchst. Die App ist aktuell in Deutschland und Österreich verfügbar. Trage jetzt drei bestehende Versicherungen in die App ein und sichere dir mit dem Code MEINDL einen 45 € Amazon-Gutschein. Okay, wir lernen daraus, der Highsider wäre zu vermeiden gewesen, wenn ich meine sieben Sachen da oben beieinander gehabt hätte, mich richtig eingeschätzt hätte, was ich zu dem Zeitpunkt kann und was ich dem Motorrad zumuten kann. Also wäre der Sturz zu vermeiden gewesen. Und das zeigt wieder, dass viele Stürze zu vermeiden gewesen wären. Und ich habe noch einen krasseren Sturz, der wirklich noch heftiger zu vermeiden gewesen wäre. Das war so. Weißt du, der hat so Ducati gehabt und der war in der Kurve gefühlt 10 km/h langsamer. Und dann stehst du in der Kurve bei dem an und denkst dir so,
fahr! Na, und dann gibt der Gas, dann gibst du Gas und dann ist er weg. Das ist schlecht. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Falsch Motorrad, ne? Zu wenig Leistung. Ja. Oder noch später bremsen, dass du früher wegfahren darfst. Mit später bremsen habe ich gerade mal den Gap wieder ranfahren können. Und das ging über 3-4 Runden. Misano im Sommer war scheiße heiß. Ging über 3-4 Runden, ich habe das Vorderrad voll überfahren. Ich bin 1,5-2 Sekunden langsamer gefahren, als eigentlich meine Bestzeit war. Aber ich habe das Vorderrad überfahren, weil ich immer so spät habe bremsen müssen, damit ich den Gap wieder auffahren habe. Und das Vorderrad hat das halt einfach nicht mitgemacht. Und in der letzten rechts, die enge rechts, ne, wo du standest beim Film, da ist er weit gegangen, weil wir sind offensichtlich zu zweit zu schnell in die Kurve rein. Und er hat, die sind ja aber noch beisammen gehabt, hat sich gedacht, Alter, zu schnell und ging weit. Und ich dachte mir so, jetzt gehörst du der Katz. Und bin innen rein, auf der Bremse, habe im Data Recording noch bei 50 Grad Schräglage 7,5 Bar Bremsdruck gehabt. Und dann, wupp. Und hinter mir war auch 4-5 Motorräder. Und es wäre auch total zu vermeiden gewesen, weil ich halt im Endeffekt so einen Hals hatte. Ich wollte halt einfach aufs Podium. Ja, das ist mal richtig vermeidbar. Das ist richtig vermeidbar. Aber ich habe noch einen krassen vermeidbaren Sturz gehabt. Das wäre? Ich bin bei der Instruktion mit einem kalten Reifen, kalten Vorderrad, weil die Heizdecke kaputt war, im Brünn rausgefahren und bin in der ersten wirklichen Kurve, also die oben, die links, die rechts, die dritte, übers Vorderrad gestürzt, mit dem Schüler hinten dran. Ja, aber dann hast du ja den größten Fehler gemacht überhaupt. Genau, der wäre total zu vermeiden gewesen. Und was wir unseren Schülern sagen, lass immer einen Handschuh aus, ja, genau. Fass den Reifen an, nimmst du, damit du weißt, die haben funktioniert. Es kann ein Stromausfall sein, die kann kaputt sein, wie auch immer. Lämpchen leuchten, trotzdem gehen sie nicht. Immer einmal anlangen, bevor man aufsteigt. Das ist absolut zu vermeidbar. Und ich denke, dass es entscheidend ist, solche Fehler, die man auch selbst macht, mit der Community zu teilen. Weil wenn man damit nur 10 Stürze verhindert, die aufgrund solcher Natur entstehen, dann haben wir schon einen guten Teil dazu beitragen. Ne? Es kann ja auch körperliche Verletzungen geben. Ja. Die sind unbezahlbar. Ja, ich hatte immer Glück, aber bisher, toi toi toi. Was war dein schlimmster Motorradunfall bisher? Cartagena 2019. Was passiert? Zwei Finger schwer verletzt. Eigenverschuldung oder Technik? Eigenverschuldung in Anführungsstrichen. Hätte man vermeiden können? Ja, wenn ich das Motorrad nicht gewechselt hätte vorher auf dem Altsmodell, wo kein Blibber dran ist, wo ich nicht mit Zwischengas runterschalten muss, dann wäre das nicht passiert. Es war ein Wechsel auf Motorrad, altes Modell. Und dann hat das Gehirn falschen Impuls gegeben in der Hand und Zwischengas gegeben, trotz Blibberfahren. Dann hat es mir das Vorderrad weggeschoben. Und dann waren die Finger am Matsche. Das heißt Leistungswelle. Ja. Und deswegen sind einfach verdammt viele Stürze zu vermeiden. Und ich habe so viele Stürze gesehen. Ich fahre 25.000 Rennstreckenkilometer im Jahr und ich sehe so viele Stürze. Selbst persönlich vor mir, wie auch immer, bei der Instruktion, beim selber Fahren. Und es sind so viele durch so Leichtsinnsfehler zu vermeiden und die wenigsten passieren am Limit. So wie in der GP oder so. Klar, wir sind Hobbyfahrer, aber es ist eigentlich schade. Und deswegen soll man da ein bisschen drüber nachdenken und immer seine 7 Sachen beieinander haben und nicht unnötig auf die Waffel fallen. Das ist die Message. Schaut, dass eure Sachen beieinander habt. Nicht nur die Technik, sondern auch den Kopf. Wenn ihr Probleme habt, private Probleme mit auf die Rennstrecke nehmt und heute nicht der Tag zum Rennstreckenfahren ist und ja, aber ich habe die Nenngebühr bezahlt und ich will aber fahren, aber wenn du nicht richtig konzentrieren kannst, weil du einfach deinen Kopf bei den Problemen in der Arbeit oder daheim hast, dann lass es, weil da sind so viele unnötige Stürze passiert, die absolut zu vermeiden werden. Also, gebt gerne einen Daumen hoch für das Video, abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr es nicht gemacht habt. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und teilt das Video natürlich auch mit euren Freunden, damit so viele wie möglich unnötige Stürze verhindern.